Mein Name ist Silke Schulz. Ich arbeite mit Porzellan. An Porzellan fasziniert mich das feine Weiße, Durchscheinende. Und ich arbeite in drei Bereichen. Das ist einmal gedreht auf der Töpferscheibe, wie der Becher. Oder gegossen, wie diese Schale oder auch der Kaffeefilter. Oder verarbeitet als Paper Clay, wie diese Platten und die Schale. Also ich verwende relativ schlichte Formen und bei mir ist dann der Schwerpunkt bei der Oberflächengestaltung. Und zwar angobiere ich die Teile meist, indem ich, wie hier bei dem Teller oder auch bei der Box, Spitze verwendet habe. Hier ist es einmal diese Spitze oder bei dem Teil diese. Oder eben, dass ich das noch ergänze durch ein Muster, welches ich durch eine Folie, die ich im Schneidplotter erzeugt habe, auch noch angobiere. Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Umsetzen von Zeichnungen mit einer Monotopie, weil ich so aus dem Malen und Zeichnen komme. Das sieht man einmal hier. Da ist ein Motiv. Das ist ein Elefant von hinten. Und hier habe ich eine Skizze von mir verwendet, die man einmal hier sieht. Davon wird dann eine Kopie erstellt. Man kann hier verschiedene Größen erstellen. Dann wird von dieser Kopie eine Negativkopie erstellt. Das heißt, das Motiv ist weiß und der Hintergrund ist schwarz. Ja, zu einer meiner Oberflächengestaltungen gehört auch das Angobieren mit Schneidplotterfolie. Ich habe hier mal ein Beispiel. Das ist eine Kunststofffolie und man sieht, dass eben das Muster hier ausgeschnitten ist, wodurch man dann die Angobe auf das Porzellan dann überträgt. So, dann legt man diese Trägerfolie an diesen Strichen hier an und sagt Schneidematte einlegen. So, jetzt kann ich meine vorbereitete Druckdatei an den Schneidplotter senden. Hierzu gibt es verschiedene Einstellungen wie Geschwindigkeit und Schnitttiefe, die ich noch nachregulieren kann. Jetzt sage ich Datei senden. So, und jetzt kann man das hier abziehen. Und man sieht schon, dass da jetzt die Kreise ausgeschnitten sind. Jetzt rolle ich, also ich habe hier Porzellan verarbeitet als Paper Clay. Ich benutze dazu Toilettenpapier, weil es schön weiß ist und schnell zerfällt. Für die Box habe ich mir eine Schablone vorgeschnitten. Wichtig ist, dass man bedenkt, dass das Material etwa 15% schrumpft, also dann nochmal erheblich kleiner wird. Bei der Box war mir auch wichtig, dass die Seiten etwas runterhängen, also dass es nicht ein richtig starrer Kasten wird. Insofern habe ich hier etwas überstehen lassen bzw. es abgeschrägt und dann habe ich hier noch Material gelassen, um hinterher für die Faltung noch eine Klebefläche zu haben. So, jetzt nehme ich ein Messer und schneide das aus. Jetzt habe ich hier einen Spitzenstoff bzw. Gardine, die ich mir aus der Türkei mitgebracht habe. Jetzt hebe ich das hier an. Bei der Spitze ist natürlich, oder besser gesagt bei der Gardine, das Problem, dass die nicht saugt. Deswegen lasse ich das Baumwolltuch da immer noch drunter. Suche mir jetzt eine Stelle, die meine Mitte sein soll. Das ist in dem Fall jetzt hier dieser Bereich und platziere das da drauf. So. Gucken, dass ich auch keine Falte darunter habe.
So, ich mache meine, die Oberflächengestaltung in dem Fall habe ich aus zwei Teilen. Das ist einmal jetzt hier die Spitze und zwar ist das ja innen in der Box und einmal ist es dann die Folie. Überdecke ich übereinander mit zwei verschiedenen Farben. Zunächst platziere ich jetzt hier die Spitze, gucke, dass das Muster, also hier sind ja meine Kanten, möglichst so verteilt ist. Ich finde das ganz schön, dass man jetzt hier so zwei Drittel und ein Drittel in der Flächenverteilung hat. Und dann walze ich da drüber. So. Jetzt benutze ich eine Grube. Ich verwende dazu einen Gießton, Porzellangießton, den ich einfach mit Farbkörper eingefärbt habe. Schön gleichmäßig. Auch zügig arbeiten ist immer wichtig, weil ansonsten, wenn ich zu viel hin und her reibe, ich natürlich das Material darunter mit anlösen würde. Jetzt nehme ich den Heißluftföhn. Jetzt kann ich die Spitze abziehen. Ich habe ja Material draufgebracht, das heißt, das ist jetzt hier so ein bisschen erhaben. Wenn ich das jetzt so lassen würde, hätte ich hinterher nach dem Brand scharfkantige Flächen hier. Das möchte ich natürlich vermeiden. Jetzt nehme ich wieder das Nudelholz und rolle hier drüber. Den zweiten Teil möchte ich jetzt mit einem Schablonenmuster versehen, einer Schablone, die ich am Schneidplotter erstellt habe. Bei der Folie sieht man natürlich jetzt auch einfacher, wie die Angobe trocknet. Die weißen Stellen signalisieren ja hier, dass die Angobe in dem Bereich schon angetrocknet ist. Jetzt kann ich die Folie vorsichtig abziehen. Muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt hier nichts abreißt. Wenn man jetzt diesen Bereich, wenn einem das zu glatt und ungestaltet ist, hat man natürlich die Möglichkeit, auch hier jetzt noch mal ein Muster einzudrücken. Dazu nehme ich jetzt diese feine Spitze und rolle hier noch mal drüber. Jetzt habe ich mir ja die Fläche noch mal wieder ein bisschen verformt. Jetzt lege ich noch mal wieder meine Schablone drauf und schneide jetzt noch mal nach. Jetzt gehe ich schon mal an diesen Schnittflächen, weil man sieht ja, die sind schon ein bisschen rissig geworden. Nochmal mit dem Schwämmchen lang. Jetzt habe ich hier Schlicker vorbereitet als Klebstoff. Und nun fange ich an und nehme diese Nasen, die ich hier habe stehen lassen, pinsel die ein und jetzt klebe ich die Ecke. Ich zur nächsten Ecke. Jetzt nehme ich mir ein Brett, weil das Ganze ja hinterher auch auf noch trocknen soll und ich möchte es mir nicht weiter verziehen. Jetzt ist auch wieder von Vorteil, dass ich das Baumwolltuch darunter habe. So. Und nun bearbeite ich etwas den Boden. Mach mir hier so eine Kante. Jetzt nehme ich mir ein Hölzchen und gehe noch mal hier ein bisschen immer in die Kanten. Jetzt möchte ich auf dieses Gefäß noch eine Monotypie aufbringen. In dem Fall das Seepferdchen. Habe ich mir hier vorbereitet. Und zwar einmal in groß für innen und klein einmal außen aufbringen. Auf der Rückseite muss ich mir jetzt noch mal markieren mit einem Bleistift, weil das sehe ich hinterher nicht mehr. Wo ist unten? Habe ich hier Farbkörper angerührt mit Wasser.
streiche ich jetzt vorsichtig über die Monotypie und man sieht, dass der Farbkörper an dem Weißen hängen bleibt. Hier habe ich jetzt Gießton, Porzellangießton in einer dünnen Konsistenz. Muss man schön aufrühren. Ich muss warten, bis meine Monotypie getrocknet ist. Das ist einfach eine normale Kopie vom Kopierer. Allerdings muss man darauf achten, dass der Toner nicht ganz so heiß eingebrannt ist. Das heißt, bei einer Farbkopie hätte ich das Problem, dass mir gleich das Porzellan auch abperlt. So, jetzt sieht man, dass das trocken ist. Jetzt muss ich das umgekehrt hier drauflegen und lasse es ein wenig anziehen. Jetzt sieht man ja schon, dass sich das Motiv hier abzeichnet, wie also das Papier jetzt aufsaugt. Jetzt kann ich schon mal gucken. Perlt noch ein bisschen. Ja. Dann lasse ich das hier so ein bisschen abtropfen. Jetzt lege ich das wieder auf die Platte zurück. Jetzt sieht man ja, hier ist es ein bisschen abgeperlt. Da gehe ich ganz vorsichtig nochmal ein Tröpfchen drauf. Jetzt sieht man, dass die Monotypie lederhart ist. Es glänzt nichts mehr. Jetzt kann ich die nehmen und in Wasser eintauchen. Abtropfen lassen. Jetzt ist wichtig, dass ich weiß, wo unten ist. Ich kann die hier platzieren und jetzt noch mal das überschüssige Wasser mit einem Schwämmchen aufsaugen und dabei auch leicht andrücken. Jetzt ist das soweit fertig und jetzt kann ich das Gefäß zur Seite stellen und morgen weitermachen. Nach 2-3 Tagen ist dann das Gefäß soweit trocken, dass ich die Monotypie abziehen kann. Also Monotypie, eben Mono, Einmalprint. Das heißt, die Kopie hat letztendlich nur als Trägermaterial gedient und das Papier wird dann entfernt und weggeworfen. Jo. Jetzt sehe ich ja, dass bei der Monotypie ein paar Stellen sind, die, wo Farbkörper hingekommen ist, wo es nicht sein soll und das Auge kann man nicht erkennen. Dann kann ich das noch retuschieren. Ich habe hier einmal einen Schaber, kann ich das wegkratzen, was überflüssig ist. Gefäß getrocknet ist, dann kommt es in den Rohbrand. Ich brenne bei 150 Grad im Elektroofen. Wenn es aus dem Ofen kommt, ist die Monotypie nur, der Farbkörper nur aufgestäubt, daher sauge ich ihn noch mal vorsichtig ab. Dann wird das transparent überglasiert und noch mal bei 1250 Grad in den Glasurbrand gestellt. Wichtig ist, dass man die Monotypie, die außen ist, auch nochmal transparent überglasiert.